Freunde fernöstlicher Futskultur, heute wollen wir mal in die oberste Regalreihe greifen und uns ein Brüderpaar von ganz edlem Geblüt zu Gemüte führen. Und zwar zwei Fütze aus der japanischen Boutique-Schmiede Wemuram hätten wir hier am Start. Und zwar zum einen das beliebte, bekannte, berühmt-berüchtigte Shanks, ein Pedal mit extrem irreführenden Namen, denn geschenkt gibt es hier gar nichts, ganz im Gegenteil. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um einen der exklusivsten Vertreter seiner Sparte. Wenn man da aufs Preisschildchen schielt, könnte man glauben, das Gehäuse wäre aus solidem Gold gefräst. Ist es aber nicht. Das Shanks hat seinen Namen von einem gewissen John Shanks, einem Musikproduzenten aus Amerika, der mit der Firma Wemuram zusammen dieses Pedal designt hat, ganz nach seinen Vorstellungen. Und herausgekommen ist dabei ein schönes, offenes, dynamisches Germanium-Futz mit gar nicht so richtig viel eigenen Zerreserven, dafür aber viel Bottom-End und vor allen Dingen mächtig viel Output, um nachfolgende Dinge anzuschieben. Und als zweites im Bunde haben wir das Oz, auch benannt nach einer Person, und zwar nach dem, ich glaube, spanischen Gitarristen Oz Noy, weder verwandt noch verschwägert mit Zachi Noy, der quasi auf Basis des eben gesehenen Shanks ein eigenes Pedal nach seinen Vorstellungen sich hat designen lassen. Es sollte etwas knackiger untenrum sein, also weniger Fett im Bass, dafür mehr Gain haben und vor allen Dingen auf Silizium basieren, im Gegensatz zum Germanium des Shanks. Und ja, das sieht dann so aus. Ihr könnt sehen, die beiden sehen sich sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, die sind im Grunde genommen identisch vom Layout her. Wir haben Fuzz, wir haben Volume und wir haben Treble und Bass. Das macht die Sache sehr schön flexibel. Und oben haben wir noch zwei Trim-Potis für Fuzz, Color und für Bias, Bias, wenn ihr so wollt. Also, los geht's. Futz ahoi! Thank you.
So, nachdem wir uns die beiden Granaten mal so ein bisschen angehört haben und auch festgestellt haben, glaube ich, dass die sich tonal gar nicht so irre ähnlich sind, wollen wir mal eine weitere Disziplin ausprobieren, die ja so ein Fass unbedingt bestehen muss, nämlich die Kombination mit einem nachfolgenden Overdrive. In der Geschichte der Futzpedale ist es ja so, dass die nicht selten in voll aufgedrehte Amps, die an sich schon gezerrt haben, reingespielt wurden. Und deswegen ist es nicht unüblich, so ein Futz auch in einen zerrenden Amp oder in ein bereits zerrendes Overdrive-Pedal reinzuspielen. Und dadurch verändert sich der ganze Charakter natürlich. Die Sache wird etwas weniger spröde und etwas weniger knarzig und insgesamt cremiger und singender, aber durch den Futz bleibt natürlich die Kante erhalten. Und um das zu demonstrieren, bleiben wir beim selben Amp, auch bei derselben Einstellung, aber ich nehme noch das Love Pedal OD11 mit dazu. Das schalte ich nach, ein Overdrive-Pedal, was mir kürzlich zugelaufen ist, das ich im Moment total abfeiere, wirklich ein gutes Ding. Und das nehmen wir jetzt noch mit dazu. Also, los geht's. Jetzt noch ein besonderer Test. Wer sich ein bisschen mit Pfützen, also gerade mit den klassischen Schaltungen auskennt, weiß, die vertragen sich oft meistens nicht besonders gut mit vorgeschalteten Pedalen oder mit Buffern oder was weiß ich. Die wollen immer ganz als allererstes direkt hinter der Gitarre hängen, weil die sonst unter Umständen scheiße klingen. Und deswegen schalten wir selektiv einen neutralen Booster vor. Dafür nehme ich hier in diesem Falle den wundervollen Barbecue von Wahlbruch. Der ist so eingestellt, dass der im Grunde genommen das Signal nicht verfärbt. Jedenfalls gucken wir mal jetzt, wie die Dinger reagieren, wenn die mit einem niederohmigen Signal gefüttert werden anstelle eines hochohmigen. Also, Jupp Heidi.
versus Oz. Je mehr ich mit den Pedalen spiele, desto weniger kann ich mich entscheiden, welches mir besser gefällt. Ich finde, dass die, bis auf die Tatsache, dass die gleich aussehen und ähnlich flexibel sind, eigentlich soundmäßig gar nicht so irre viel miteinander zu tun haben. Ihr habt das ja gehört, das Shanks hört gainmäßig da auf, wo das Oz anfängt. Das hat wirklich sehr, sehr wenig eigene Verzerrungen. Man muss den Bassregler ganz schön aufkurbeln, dass da so ein bisschen dieser futzige Ton kommt. Anfangs dachte ich echt, das Pedal wäre kaputt, als ich das erste Mal ausprobiert habe, weil da so wenig Eigenzerrung rauskam. Aber dafür belohnt es einem mit einem wirklich sehr schönen, dynamischen, transparenten Fuzz-Sound, der relativ wenig Eigenkompression hat und dadurch eher klingt wie ein futziges Overdrive, also ein Fuzz für Leute, die eigentlich gar keinen Fuzz mögen. Und es hat vor allen Dingen irre viel Output. Also ich bewege so, Unity Gain ist so bei 9 Uhr oder so und da ist noch unheimlich viel Reserve. Also damit kann man boosten ohne Ende. Und das Oz ist für mein Dafürhalten eher ein klassisches Fuzz, also mit dieser typischen etwas wattigen Kompression und vor allen Dingen auch diesem etwas klettverschlussartigen Sound, den man so hat, was ein bisschen klebrig klingt im Anschlag, finde ich super. Relativ viel Verzerrung, trotzdem gut zum Boosten geeignet und vor allen Dingen ist es im Bassbereich nicht so fett abgestimmt und deswegen kann man super mit allen möglichen Amps, Gitarren und noch anderen Pedalen kombinieren. Was mich wirklich erstaunt hat, war, wie gut die beiden Pedale mit vorgeschalteten Buffern und anderen Pedalen funktionieren. Also wir haben das ja mit dem Buffer hier ausprobiert. Der Sound ändert sich schon. Ich finde es krass. Also man merkt schon deutlich eine Änderung, viel mehr als bei normalen Overdrive-Pedalen, dass da schon einiges passiert. Aber nicht zwangsläufig zum Schlechteren. Also der Sound wird deutlich knackiger, fand ich. Und obenrum offener, so diese etwas belegte, dieses etwas wattige obenrum verschwindet, hat mir vor allen Dingen beim Shanks gut gefallen. Also ich finde, das offenbart nochmal ganz andere Einsatzmöglichkeiten irgendwie für das Pedal. Und aber auch beim Oz. Und was mir auch aufgefallen ist, die Reaktion aufs Volumenpoti. Also da wird ja das Shanks gerade, weil das ja auch mega fett ist untenrum im Verhältnis, wird das ultra klar, wenn man das Volumenpoti zurückdreht. Also viel mehr als das Oz noch irgendwie. Dafür rauscht es mehr. Es ist halt ein Germanium-Pedal, das machen die gerne schon mal. Und wie gesagt, also checkt die beiden Pedale aus, wenn ihr euch traut. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Ich finde die beide ganz klasse. Also bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal da unten. Und schreibt mir unten rein, was ihr von denen haltet und oder welches euer Lieblingsfutz ist. Schreibt mir euer Lieblingsfutz unten rein und wir sehen uns bald wieder mit den nächsten Dingern. Also, tschüssikowski.